Minecraft, willkommen zur neuen Folge Minecraft Projekt. Tut mir leid, dass zurzeit so wenige Folgen kommen, aber ich schaff's zurzeit einfach nicht, da irgendwie regelmäßig was aufzunehmen. Ich bin zurzeit so viel unterwegs, dass mir das leider nicht gelingt. Ja, ist ein bisschen schade, finde ich auch selbst. Aber das wird sich auch wieder ändern. So, ich muss gerade mal überlegen, was wir jetzt als nächstes im Projekt hier bauen. Weil auf Diamantensuche gehen brauche ich nicht, weil ich finden tue ich sowieso keine. Wir könnten mal ein bisschen was abernten und uns dabei was überlegen. Eine Farm könnte man bauen. Das wäre eine Option, wenn man draußen irgendwo mal eine Farm. Nee, ich habe eine andere Idee. Ich habe die Idee. Zack, zack, zack. Alles Rinder. Rein, was nicht rausgehört. So, Moment. Wir bauen. Ah, ich weiß nicht wo. Wir legen. Nee, wir machen doch. Na, hallo! Was machst du denn da? Er stellt sich zum Hühnchen ins Dings da rein. Okay, Eisen braten wir gerade. Können wir sogar machen. Wir holen uns mal einen Emerald. Einfach damit wir uns einen Emerald geholt haben. Ja. Hat er was freigeschaltet? Nee. Oh. Was jetzt? Ah. Gut, wir gehen schlafen. So. Ich glaube, ich weiß, wo ich das baue. Oder noch nicht. Ich kick mal. Ich hatte mir gedacht, vielleicht da auf dem Berg. Oder gibt es hier noch einen Berg, der unbedingt sagt, ich möchte tot. Halt, bleib stehen. Du dumme Kuh. Hier auf dem Berg geht auch. Hier können wir das auch bauen. Ja, ich glaube, wir bauen hier. Das wird was Cooles. Passt auch voll hier in die Zeit. Ohne Technik, ohne Schnickschnack. Nur ich und die Natur. So.
Ja, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Ich werde weiterhin ein bisschen Master Builders zocken, wenn ich die Zeit finde eben. Ich muss das hier ein bisschen Terraforming machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, zurück mit einer relativ geraden Fläche. Und hier werden wir jetzt bauen. Und zwar was relativ Einfaches. Aber das gehört meiner Meinung nach 4, 5. Hier einfach mit dazu. 3. Ja, ich baue hier jetzt gerade einen Kreis. Und da ich das in den letzten Tagen sehr viel gemacht habe, offline allerdings, fällt mir das gerade gar nicht so schwer. Oh, ich habe ein bisschen groß. Ja, es ist ein bisschen groß. Müssen wir kleiner bauen. Das wird sonst ein riesen Monstrum. Vielleicht wisst ihr auch schon, was es werden soll, wenn ich sage, dass es ein Kreis wird. Ich bin mal gespannt, ob ihr drauf kommt. Ich werde es jetzt erstmal nicht verraten. Ne, warte, warte, warte. Wenn ich 3 gemacht habe, dann sah das immer anders aus. Wir machen das. Wir machen das Freestyle. Freestyle. Und dann gehen wir wieder raus. Na, falsch. Oh, jetzt habe ich mich schon verbaut. Menno. Jetzt sind wir gleich. 2. Nein, der kommt noch weg. Jetzt stimmt's trotzdem nicht, Mann. Ah, hier. Irgendwas habe ich jetzt wieder. Wieder verpeilt, Mann.
Jetzt habe ich es, glaube ich. Jo, jetzt passt's. So, also das wird hier ein Gebäude. So viel verrate ich euch schon mal. Ich sollte mir eigentlich hier ein Crafting Table hinstellen, weil sonst muss ich immer so viel laufen und darauf habe ich doch gar keinen Bock. Ich stelle mich hier genau in die Mitte. Stufen. Und dann geht's los hier. Nein, nicht so. So. Na, eigentlich können wir da das auch von unten bauen. So, zack, zack. Also, es gibt auch positive Nachrichten. Und zwar, Minecraft City läuft wieder. Allerdings mit einer großen Einschränkung und die hemmt mich gerade auch ein bisschen. Also, die hat mir so ein bisschen den Spielspaß genommen. Wir mussten ein Backup aufspielen. Allerdings ist das Backup schon relativ alt gewesen. Nein. Und ja, das heißt zum einen, also was gut ist, den Flughafen hatten wir fertig. Also den Flughafen haben wir uns erhalten. Was nicht so toll ist, ist eben, ich hatte ja zum Beispiel meine Farbenfarm, die ich in meinem Haus gebaut hatte. Kuhblätter. Die ich in meinem Haus aufgebaut hatte, ist komplett weg. Das ist ein bisschen sehr schade. Und deshalb muss ich mich gerade irgendwie dann mal wieder motivieren, da weiterzubauen und das alles wieder eben von null aufzubauen. Und das macht mir halt gerade nicht so viel Freude und ich habe gerade noch ein anderes Projekt am Laufen, was die Tage auch dann online kommen wird. Und deshalb, ja, müssen wir mal gucken. Habe ich hier Cleanstone? Nee. Aber ich werde Minecraft City natürlich weiterspielen. Muss mich aber ein bisschen, ja, dann wieder motivieren. So, jetzt gehen wir mal zu den Bäumen. Weil ich brauche Holz. In dem neuen Projekt wird auch Shadow TS mit dabei sein. Das wird vielleicht für den einen oder anderen interessant, für den anderen auch nicht. Mir persönlich bereitet das Projekt viel Freude. Es wird eine Art Skyblock sein. Aber nicht kein normales. So viel verrate ich euch. Weil das normale Skyblock, ja, kann man mal zocken, aber irgendwann, wenn man das mal gezockt hat, dann fehlt da auch so ein bisschen der Reiz. Deshalb habe ich mir da was Neues ausgesucht. Und das spiele ich zurzeit auch schon offline. Und muss sagen, es hat sehr viel Suchtpotenzial mal wieder. Also da hängst du wirklich dran und baust und baust und baust und freust dich über jedes kleine Ergebnis. So, war's das jetzt schon? War
War das schon alles Holz? Oder ist da noch irgendwo eins versteckt? Ich sehe es gerade gar nicht. Ich glaube, das war's. Dann gehen wir mal schnell nochmal schlafen. Dann gehen wir noch schnell schlafen. Und ich werde noch kurz eine andere Art. Hallo, ich will schlafen. Schlafen. Okay, auch nicht liebe Night. Ich will schlafen. Oh, schöner Sonnenuntergang. Ja, jetzt endlich. Und ich werde noch ganz schnell eine andere Baumfarm bauen. Weil mich nervt es ein bisschen mit dem ganzen Laub. Eine hatte ich schon mal auf irgendeinem Map gebaut. Ja, immer diese Ladefehler. Hier an. Die Baumfarm funktioniert eigentlich im Grunde nur so, dass sie mir eben wirklich nur oder fast nur Holz liefert und das Laub nicht. Ist natürlich ein Nachteil, dass ich keine Saplings bekomme, aber die, ja, ich baue oben auch noch ein paar normale Bäume an. Oder ein paar Bäume, die dann Blätter bekommen können. Und dann funktioniert das schon. Ist ganz simpel gehalten. Hat aber da funktioniert. Und sollte hier auch funktionieren. So, durch sind wir. Hier müssen wir natürlich noch ein paar Fackeln setzen. Ah, jetzt sind da schon wieder. Ui. Wäre ich fast darunter gefallen. Sollte man vielleicht dann einen Zaun außenrum ziehen. Ah, wir haben noch eine Schaufel. So, ein paar Äpfel einsammeln. Und was es sonst noch hier so gibt.
Und dann, halt, warte, die Saplings wollte ich noch platzieren. Hallo. So. Dann können wir weitermachen. Hat so gut angefangen. Über das erste Loch bin ich noch so gut drüber gekommen. Und beim zweiten bin ich drin geplumpst. Jetzt habe ich die schon wieder weggemacht. Die Stufen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, ne, 5. Ab dieser. Nein! Bis dahin und nicht weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein. Oder wir können noch ein bisschen Holz platzieren, geht noch. Das ist halt ein bisschen eine längere Folge. Dafür, dass die letzten Tage auch nicht so viel kam. Immer schön ausleuchten wegen diesen komischen Dingern, die sich Zombies nennen. Also viel Holz haben wir gar nicht mehr. So. Vielleicht erratet ihr schon, was es werden soll. Dann schreibt es mal in den Kommentare. Bin ich mal gespannt, ob ihr das erkennt. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.